Hallo Leute, willkommen zurück zu Spyro the Dragon. Wir haben das zweite Land, die zweite Welt, komplett abgeschlossen. Wie ihr sehen könnt hier. Boop, 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 boop. Und können jetzt weiter in die nächste Welt, wo mich mein lieber Freund bestimmt gern hinführt, nicht wahr? Let's go! Ich bin baff, wie schnell du so viele gestohlene Schätze gefunden hast. Gossenold, so hieß der. Steig ein, wenn du bereit für die Welt der magischen Künstler bist. Let's go! Nein, verdammt! Ja. Ich würde sagen, hier bleiben. Ich bleib gern hier. Hui, Welt der magischen Künstler. Ich erwarte Tempel und Staffeleien und Farben überall. Und Statuen. Ah, ein lila Himmel. Den habe ich nicht erwartet. Oh, oh, oh. Sehr kalt. Sehr kalt hier. Ist das ein Aufzug? Oh, boah, Gott, das Wasser. Ist das ein Aufzug? Das ist ein Wasser. Oh. Hier ist der Eis. Hier ist schon der Eiermann. Oh, hi. Oh, du bist böse. Okay, ich habe nicht gedacht, dass du böse bist irgendwie. Ich dachte, du wärst nett. Ich weiß nicht warum. Kosmos. Hi, Kosmos. Unseren Schatz zurückholst und den blauen Dieben die Eier wieder abnimmst. Warum so hochnäsig? Ich bin hier, um zu helfen. Strike! Platz da! Sehr schön. Gut, dass es eine Stiefel gibt. Platz da! Okay, was könnt ihr? Ihr könnt euch hochzaubern anscheinend. Oh, die können Sachen hochmachen, also können Berge und so hochpacken. Das ist auch ganz schön gemein. Wow. Ich mag das Geräusch von denen. Wow. Hier oben Zauberer. Nein, hier ist ein Dieb. Mit unserem Ei. Oh, ich hasse es, ey. Kann ich einfach so laufen und dich dann irgendwo abfangen? Oh mein Gott, ich... Bring mir ja durch bei... Oh. Ich hasse diesen Penner. Oh mein Gott, ich dreh durch. Bleib stehen, du... Blaus etwas. Dankeschön. Oh. Gott. Sehr nervig gewesen. So. So, hier haben wir Kisten, die ich kaputt machen kann. Da haben wir Typen, der sich eingebuddelt hat anscheinend. Da haben wir Level. Ey, Level. Hurra. Und Zantor. Hi. Oh. Ich mag ihn mit seinen Zauberkarten. Okay, wir haben hier luftige Höhen. Höhlen. Das klingt nach einem Fluglevel irgendwie. Yo. Der war cool. Okay, jetzt bin ich hier. Und Level haben wir hier. Kristallflug. Okay, der nächste Flug. Ah, super. Bock. Boldar. Dieses Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Ich weiß noch, wie ich als junger Drache meine Flügel verdient habe. Fliegen lernen. Verstanden. Kann schon fliegen. Was ist denn hier? Wir haben nur Drachen. Wow. Ich brauche noch ein paar Ei. Ich brauche noch ein Ei und ich brauche noch mindestens, mehr als 100 Diamanten. Tote. Langsam, nicht ins Wasser fallen. So. Nicht ins Wasser fallen.
Nice. Können wir? Zauberberge. Sag mir weniger. So, kann ich von hier irgendwo hin? Oder kann ich? Bam! Oh, okay, ich hab runtergekonnt. Gibt's einen Schlüssel hier? Wie mach ich das Ding kaputt? Das ist so ein Schlüsselding, oder? Nee. Vielleicht doch. Okay, dann haben wir Wirbel viel. Das klingt nach einem Boss, ich schätze. Und dann haben wir hier noch einen Gegner. Oh yeah, Gems. Und ein Schaf. Und der Typ. Tuko! Bildschön. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacherwelt bist. Möchtest du dorthin? Jetzt schon? Nein, bin zu früh dafür. Ich wäre nicht mal in der Welt drin hier. Okay. Hier ist noch eine Welt. Die muss man merken. Aber vorher geht die Suche weiter nach den Eiern, die ich brauche. So, hier waren wir schon, da waren wir schon. Waren wir noch nicht bisher? Ach, da ist eine Kiste. Okay. Da geht's noch weiter. Oh, der Typ. Kann ich die vielleicht, vielleicht reinlegen? Nee, kann ich nicht. Ah, oh, ich dachte, ich könnte da lang. Weißt du was? Mir egal, ich gehe oben lang. Du jetzt auch. Kann ich da in die Höhle rein? Ach, da, ich glaube, da komme ich so rein. Bist du ein Trottel? Ich meine, hier war noch irgendwas. Hier war noch ein Dieb, glaube ich, genau. Diesen Spiegel-Labyrinth-Ding. Okay. Wie will ich das denn jetzt machen? Wie komme ich da jetzt hoch? The heck? Okay, muss ich hinkriegen, bevor er da landet. Okay. Verstehe. Ich muss den bekommen, bevor er überhaupt da landet. Okay. Der hat also ein Zeitlimit. Wenn er da landet, habe ich verloren. Dann war's das. Aber ich muss ihn also erwischen, bevor er da oben ist. Das ist witzig. Mir fehlen trotzdem noch gefühlt 43 Eier. Diamanten. 40. 35. Okay, da ist eine Kiste, das Leben. Ich habe nicht, ob ich da so hin. Komme ich da so hin? Nee. Ah, vielleicht doch. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Leider habe ich keinen Schlüssel. Super. Ja, gut. Den muss ich noch suchen. Wahrscheinlich. Au. Kann ich damit die Kisten gleichzeitig kaputt machen? Wenn ich damit abramme? Oh, das ist, kann sein. Ich muss also so steuern, dass ich die Kiste damit erwische. Das klingt extrem brutal. Und? Oh, ich bin so smart. Ich bin so clever. So clever. Die letzten 10, die weiß, wo die sind. Die sind höchst hundertprozentig wahrscheinlich da hinten in dem, in der Kiste. Wo ich den Schlüssel brauche. Apropos Schlüssel, wo ist der? Wo ist der Schlüssel? Der ist nicht hier. Nee. Kann ich von da wohin fliegen? Nö. Ah, Schlüssel, wo bist du? Ich mag, dass die Welten an sich auch eine Welt sind. Also, die Overworld ist auch eine Welt, das finde ich cool. Hat was. Du bist bei Banjo-Kazooie. Wo auch die Overworld eine Welt an sich ist, wo man dann rumlaufen muss. Vielleicht dahinter?
wusste es. Das sah mir zu komplex aus, als es nur Dekoration ist. Das sah mir zu gewaltig aus, zu wichtig. Dass es nix war. So smart. Und jetzt kann ich komplett falsch fliegen, weil ich mich komplett verloren habe. So, besser. Hier geht's schlauer. Und boop. Hundertprozent. Und da wir schon hier sind, können wir gleich in den Alpenkram. Alpenkram? Hui. Kann ich währenddessen Feuer sparen eigentlich? Ne, ich kann mir Feuer sparen, ohne mich drehen. Ich kann flattern und dann mich drehen. Bringt zwar nicht so viel, aber sieht lustig aus. Ah. Noch mehr? Ne, das war's. Mehr kann Spyro nicht machen. Er kann sich drehen und flattern. Und viel zu hoch in die Luft fliegen. Ist das ein Endboss? Ne, oder? Das wäre ein bisschen traurig. Alpenkram. Gibt's da was für? Ne, luftige Höhlen und Wirbelfehl gibt's dafür. Das war's. Okay. 500! Yo! Oh, das sind Viecher. Oh. Wie tue ich den weh? Oh, das war ja einfach. Einfach nur feuern? Das war knapp. Oh, ja, ist auf, okay. Es gibt auch ein Kombo-Paket. Gut zu wissen. Es gibt ja auch ein Angebot. 2 für 1. Der denn gehabt? Der steht da und macht so yeah und dann oh. Oh verdammt, der kommt ja durch. Hätte ich nicht erwartet. Bin ich bei 76? Okay, deswegen geht's wahrscheinlich so schnell. Wahrscheinlich gibt's deswegen auch so viele. Hi Zane! Oh. Oh Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Ich doch nicht. Gut, das dachte ich auch nicht. Ich aber! Zittert vor Angst. Ich kann nicht mehr, Spyro. Muss da rüber? I guess. Oh. Jetzt bin ich hier. Toll. Wie komme ich zurück? Wie komme ich weiter? Hallo? Hallo? Spyro ist gestrandet? Ein bisschen? Komm ich da rein vielleicht? Komm ich vielleicht da rein? Nope. Ja gut, also ich habe jetzt keinen Plan, wie ich da wegkomme. Bin ich ehrlich? Ja. Von daher... Gut gelaufen, ne? Okay, von da... Ach, ich muss jetzt darüber, oder wie? Komme ich von da darüber? Ich finde es jetzt raus. Ja, aber knapp. Und sehr, es ist sehr viel, du musst committen, sonst hast du verloren. Was ich nicht so witzig finde. Oh, hier sind Eiszauberer. Das macht Sinn. Ihr seht auch sehr eisig aus, von daher. Okay. Aber jetzt kommen die hier. Die Trolle oben. Nee, nicht viel, nicht wegschieben. Oh, okay, was soll nicht verschieben wieder. Die bleibt jetzt hier. Die Treppe bleibt. Habt ihr mich verstanden? Okay, das hier habe ich schon besiegt. Was jetzt? Ja, was jetzt? Ja, gut. Gute Frage, nächste Frage. Die Welt ist verwirrend. Hä? Wie geht's weiter? Was? Ich bin so verwirrt gerade. Immer von da kann ich da drauf. Und dann? Oder
Nee, da komme ich nicht rein. What? Ich meine, okay. Bin ich hier drauf. Super. Und das bringt mir was? Was passiert hier gerade? Also ich glaube, ich muss da rein, aber ich glaube, da komme ich doch nicht rein. So wirklich, nein, hä? Was muss ich tun? Ich bin so verwirrt. Dieses Level, ich verstehe es nicht. Oh, hier sind noch Kisten. Na gut, nehme ich, aber das beantwortet nicht meine Fragen. Hier komme ich raus. Ich würde sagen, da oben muss ich auch hin. Das heißt, ich muss da durchkommen. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich rein. Wie komme ich da rein? Die Tür öffnet sich ja nicht einfach so. Yo, das ist gerade richtig weird. Von da geht nach da. Und von da geht nach da. Und von da geht's wohin? Ja, gute Frage, Spyro. Freut mich auch. Ups, das war mein Fehler. Da bin ich gefallen. Ich meine, okay. Oh, okay, ich muss das machen. Ja, und jetzt? Wiederhole. Und hier, komm ich jetzt da drauf vielleicht? Von hier? Nee. Nee. Ich bin dieses Level. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses Level nicht. Verpasse ich irgendwo so auf... Hier, warte, es geht doch auf. Hier, acht mal drauf, wenn ich jetzt sterbe. Das geht auf. Seht ihr das? Warte, acht mal drauf. Und jetzt? Warte. Das Tor muss aufgehen irgendwie. Hier, da war es auf. Wie geht das auf? Was muss ich aktivieren, damit es aufgeht? Irgendwo einen Schalter, den ich aktivieren muss? Oder so aus einer Art? Ich bin mit drauf. So, was machst du jetzt, ne? Das war's. Das ist es nicht. Ist hier irgendwas, was mir helfen könnte? Hier irgendein Knopf, den ich aktivieren muss oder so? Offensichtlich nicht. Was, wenn ich jetzt weggehe? Was bist du dann? Jetzt werden sie panisch und schreien, lachen. Was passiert hier gerade? Wie kriege ich diese Tür auf? Okay, warte. Ich muss sie am Leben behalten vielleicht? Ein paar Sekunden. Ich glaube nicht.
Da drin ist ein Zauberer. Aber das bringt mir dann jetzt nichts. Die Tür ist jetzt zu. Ich kann nicht reinschmeißen. Ich kann nicht reinschmeißen. WTF? Dieses Level verwirrt mich gerade aktuell komplett. Und ich weiß nicht, was ich tun muss dafür. Gibt es da Erklärung für? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube... Nee. Gibt es eine Störung? Gibt es eine Störung, die ich vergessen habe? Da Bewegungsliste. Aha. 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 Nee. Das bringt mir alles gar nichts, wie ich sehe. Nö, das bringt mir gar nichts. Nicht hilfreich. Okay, Oh. Warte, wie ist das Ding jetzt aufgegangen? Warum? Ich habe nichts gemacht. Warum ist das aufgegangen? The hell? Muss ich lang genug stillstehen oder so? Hä? Hä? Ihr habt's gesehen. Auf einmal ging's auf. Fach, ja, warum nicht? Okay. Aktuell warte ich einfach nur, weil irgendwann ging's ja auf anscheinend. Wieso es aufging, weiß ich jetzt nicht, aber es ging irgendwann auf. War das Level nur Glück? War das einfach nur pures Glück von mir gerade, dass es aufgegangen ist? Anscheinend. Weil jetzt geht es gar nicht wieder auf. Sag, ich sehe ihn doch da drinne. Nein! Ich wollte nicht. Na gut. Goodbye. Hui! Das ist so weird. Das ist so kompliziert. So, Tür ist zu. Fieg ist tot. Jetzt laufe ich auf ein bisschen rum. Und ich mach mal so. Aktion, Steuerung, Tastenbelegung, Bewegungsliste. Vielleicht muss ich es einfach resetten, irgendwie durch Timing von mir? Was macht er jetzt gerade drin? Aktuell macht er. Er zaubert irgendetwas, aber ich glaube nicht, dass er die Tür zaubert. Dieses Spiel ist so verwirrend. The fuck? Ich sag, er zaubert, aber nicht die Tür. Ja, gerade aktuell will ich eigentlich nur dafür sorgen, dass sich irgendwann die Tür wieder öffnet. Oh mein Gott, ich sterbe gerade durch Dummheit. Ah. Was, wenn ich noch nicht hingehe? Er zaubert's hoch. Okay. Fun Fact. Ich glaube, der Typ sollte eigentlich die Tür auf und zu zaubern die ganze Zeit. Aber das macht er nicht. Der hat irgendeinen Bug bei sich drin, der dafür sorgt, dass er es nicht tut. Was ganz, ganz komisches passiert da.
Die Frage ist, ob das weggeht, wenn ich jetzt abhaue, so gesehen. Das dann weggeht, so gesehen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Der ist irgendwie falsch platziert. Obwohl, er bewegt sich gerade. Obwohl, bewegt sich doch nicht mehr. Aber vielleicht doch. Er macht den Zauber aber. Also ich höre den Zauber. Okay. Anscheinend soll es helfen, wenn man die Frameware untersetzt. Okay, versuchen wir es mal. Wenn ich sie hochsetze? Das ist ja weird. Warum ist das so? Jetzt mach sie wieder hoch. Geht wieder runter. Spannend. Okay. Das ist ja witzig. Was will ich immer ganz machen? Was passiert dann? Okay, da geht's auch. Okay, mal wieder runter auf 60, aber... Das ist super seltsam. Okay. Spannend. Was? Das ist komisch programmiert worden, muss ich sagen. Das ist eine sehr komische Art, das zu programmieren, aber okay. Okay. Ungelogen. Meinetwegen. Ich habe mich schon gewundert, weil die Tür nicht aufging. Ich so, irgendwie muss was passieren hier. Weil es passiert aktuell gar nichts. Das kam mir schon komisch vor, auf jeden Fall. So, was machst du jetzt für Blödsinn? Du machst gar keinen Blödsinn anscheinend. Das ist super weird. Eldred. Hi. Ich mag deine Hörner. Das ist ein cooler Drache. Mit Reagenzgläser als Hörner. Ich vergaß, du hast Eisen. Das ist ein richtig cooles Design. Ich glaube, das stille ich mir für meinen D&D-Alchemisten-Drache. Was für mein Artificer so gesehen. Ich glaube, den stehe ich. Das stehe ich mir. Das hat was. Ich finde, es hat aber was, wenn das diese Tatsunkus Design dadurch. Dadurch, dass er halt Reagenzgläser als Hörner hat. Es hat was. Kommt da jetzt? Xander! Gut gemacht, Spyro. Ja, oder? Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler. Ein Trick kenne ich von euch. Das Herabsetzen der Framerate. Spoopy. Ach, hier sind wir jetzt. Ach, wir sind hier. Okay, also von hier kommen wir zurück. Falls wir zurück müssen, dann können wir da lang. Okay. Wir gehen jetzt mal da lang. Aua! Fuck. Oh, hallo. Hallo, ihr Riesenviecher. Double Kill. Oh, ich habe keine... Ich wollte gerade wieder Flairmaus sagen. Nein. Es ist ganz einfach eine Libelle. So schwer ist es nicht. Es ist eine ganz normale Libelle. Das war's. Oh, nice. Müsste ja auch ein Ei irgendwo sein. Anscheinend fehlt nur eine ganze Abteilung hier. Oh. Oh, andere Seite. Da rüber. Muss ich von hier denn fliegen vielleicht? Ja, das sieht ganz so aus. Was für eine Rennstrecke! Wie cool! Das ist aber eine Rennstrecke. Mehr nicht. Das ist halt echt was. Aber wie, führe ich den ein? Ich bin ja sehr viel langsamer als der größte Zeit. Obwohl, ich komme näher. Ich
glaube, ich hol ihn gerade schon ein bisschen ein. Oh ja, wie ich ihn einhole. Und jetzt verliere ich ihn wieder. Oh, okay. Da muss ich feuern. Nach dem Sprung muss ich Dash und M und dann kann ich feuern. Genau, muss ich nur denken, weil hier... Hier ist es so knapp. Ich muss springen, dashen und dann feuern. Aha! Sehr gut! Jetzt kann ich die restlichen Sachen einsammeln, die noch sind. Du zum Beispiel. Da ist noch eine Kiste irgendwo gewesen. Die ich nie geholt habe. Das war's? Ach, okay, dann sind noch welche. Stimmt! Kelvin! Hi. Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Könnt ihr es jetzt nicht machen? Ihr seid doch wach. So ein kleiner Drache, ihr seid große Drachen. Kann ich weggehen? Okay. Ich war gerade so, kann ich dadurch verletzt werden? Die Antwort ist ja. Die Antwort lautet ja, kannst du. Und ja, wirst du. Das heißt, weiter fliegen. Gucken. Warum will ich denn explodieren lassen überhaupt? Wenn die Ebene geht. Ich dachte, es geht weiter! Oben auf, okay. Da sind. Okay, da sind aber schon Edelsteine dabei. Das heißt, ich muss schon sammeln. Oh, verdammt, ey. Nicht alle, aber einer von denen. Der hat einen blauen zum Beispiel. Der. Liegt der jetzt auch. Das war nicht mein Plan. Ich wollte fragen, ob der auch da liegt jetzt, wenn ich das Ding in die Luft jage. Weil jetzt, wenn ich das hingehe. Liegt der dann da? Alter, ich kann nicht mehr fliegen! Mein Brain macht schlapp. Ich kann nicht mehr. Das kann nicht sein. Ich fliege gerade unendlich viel Leben an diesem Level. Oh, ich verwechsel immer Laufen mit Fliegen. Laufen, fliegen. Laufen, fliegen. Das ist Laufen, das ist Fliegen. Okay. Und das ist Feuer. Okay. Danke. So gedauert, ey. Oh, jetzt kann ich sein. Ah, ich bin bei 3 Leben gleich. Ich glaube, bei 4 Leben ist nur noch. Ich habe angefangen, beginnt für 16 oder so. Und ich bin so auf diesem Level gestorben, dass ich nicht mal mehr mitgezählt konnte. Okay, bye. Serumblätter. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh, wie toll. Was ist los? Gibt's auch gar nicht. Es ist euer Ernst. Ich sterbe innerlich. 2 Leben. Vielleicht sehe ich ja doch bald das Game Over. Dieses Spiel, wer hätte es gedacht. Nein, das kann nicht sein. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. Oh, ich habe noch ein Leben. Euer Ernst. Was ist gerade los? Mein Brain will nicht mehr. Laufen, springen. So, laufen, springen. Laufen, springen. Laufen, springen. Laufen, springen. Laufen, springen. Oh Gott, danke schön. So. Haben wir alles? Wir haben alles. Ab zum Ende. Was? Wer war das? Hat wer mal das Loch zugemacht? Oder habe ich mir das eingebildet? Okay, klar, warum nicht? Weißt du was? Mir egal. Ich werde nicht genug gezahlt dafür.
Oh Gott, seien wir da. Gut, geschafft. Dann geht's im nächsten Part weiter mit den nächsten 50 Leveln, die es gibt. Also die nächsten 4 Level. 2 und nochmal 2. Okay. Cool. Dann tschüssi.